Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausekobart und auf diesem Wege euch erstmal einen schönen Sonntag da draußen. Ja, ich habe für euch heute mal wieder schöne, dicke Schellen dabei. Wir werden uns anschauen, zwei Replays im AMX, die letzten Replays, die mir noch gefehlt haben, auf dem Weg zur dritten Gunmark. Ich habe es jetzt dann doch irgendwann endlich mal geschafft, diesen Panzer zu dreimarken. Und ich muss sagen, ich habe auch in der Niederlage wirklich geile Runden mit dem Panzer gehabt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch schon einiges an Feedback dazu auf YouTube dagelassen. Aber ich muss sagen, diese 127 mm Kanone, die... Ja, auch wenn sie nicht den höchsten Durchschlag hat, die AP hat mich schon überzeugt und man denkt gar nicht, wie zuverlässig eigentlich diese Kanone sein kann. Aber das werden wir uns dann gleich in den Replays anschauen. Und dann habe ich natürlich auch noch, weil Sonntag ist, eine Runde Margret für euch dabei mit einer extra sahnigen Portion Schellen. Bevor wir dazu aber kommen, ein ganz kurzer Hinweis. Ich weiß, viele von euch haben es schon mitbekommen, aber ich will nicht, dass da draußen irgendjemand ist, der dann am Ende sagt, oh scheiße, das wusste ich gar nicht. Heute ist Sonntag, der 18. und bis morgen früh könnt ihr noch Verbrauchsmaterial und Ausrüstung für 50% Rabatt erwerben. Also lieber auf Nummer sicher gehen, vielleicht heute dann doch nochmal ins Spiel einloggen, wenn ihr es bereits noch nicht getan habt und euch noch, wie gesagt, Rationen, vielleicht sogar auch schon mal die kleinen Medkits und Rapkits auf Vorrat kaufen, weil die werden ja mit dem nächsten Patch dann quasi gebufft und ihr repariert damit sowohl die ganze Crew als auch mit den Reparaturkits alle ausgefallenen Module. Das würde definitiv Sinn machen, wenn ihr euch auch die vielleicht, wenn ihr sie dann mehr nutzen wollt, auf Halde legt. Und dann natürlich Ausrüstung für die Leute, denen auch aufgefallen ist wie mir, dass das CVS gerade auf mittleren Panzern ab der Stufe 8 aufwärts mega wichtig ist. Dann nochmal da für einen Rabatt einkaufen, weil wenn wir jetzt hier mal ganz kurz drauf gehen, zum Beispiel der 30B, das wäre jetzt einer für mich, wo ich jetzt hier diese Optik austauschen würde und mir dafür quasi das CVS kaufe. Das machen wir jetzt an der Stelle auch einfach mal. Ihr seht aber auch, dass mir hier zum Beispiel noch die Feldmodifikationen fehlen und der Booster-Slot Optik noch nicht vorhanden ist. Hier sind wir erst bei 39.000 XP. Also ich müsste dieses Fahrzeug tatsächlich noch ein bisschen mehr fahren. Aber auch so macht es durchaus Sinn, das hier drauf zu hauen. Ich komme auch ohne die Optik auf 463 Meter Sichtweite. Und wer das Video von Freddy und mir auf Freddys Kanal gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Wer es nicht gesehen hat, der sollte sich nochmal anschauen. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in unseren Protagonisten, den AMX und seine Runden. Ja, nicht nur bei World of Tanks ist derzeit dicker Rabatt auf Verbrauchsmaterial, auf Ausrüstung und Rationen, sondern auch für eure Rationen ist gesorgt. Der Sponsor des heutigen Videos, Process, der bietet euch eine ganze Palette an Rationen für euer tägliches Leben, eure Ernährung an. Ob ihr nun auf der Suche seid nach Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Omega-3, Magnesium oder Vitaminen, ob ihr auf der Suche seid für euren Kraftsport nach Whey-Protein, Powerbars, Proteinbars oder vielleicht einfach nur sagt, ich würde ganz gerne meine Lebensmittel fettreduziert, kalorienreduziert oder auch zuckerreduziert kaufen. Auch hierfür gibt es regelmäßig sehr, sehr viele Angebote bei Process. Da lohnt es sich definitiv mal reinzuschauen. Und mit dem Code MAUS spart ihr regelmäßig mindestens 10%. Es ist aber auch möglich, den Code mit einigen Aktionsprodukten zu verbinden. Da müsst ihr dann immer mal schauen. Da macht es auch Sinn, dann zum Beispiel den Newsletter zu abonnieren. Da steht das immer drin. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr es auscheckt. Die Leute von euch, die es schon probiert haben, da habe ich eigentlich durchweg positives Feedback bekommen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist Process einfach wirklich eine gute Adresse. Bin mega stolz, dass ich die als Partner haben darf. Und wenn ihr hier vielleicht irgendwas von euch findet, dann unterstützt ihr mit dem Einsetzen des Codes auf jeden Fall auch noch den Kanal. Dafür dickes Dankeschön und damit weiter mit dem Video. Ja, die erste Runde sind wir auf der Karte Schweden oder Gletscher unterwegs. Im Englischen heißt sie, glaube ich, Sweden und hier auf Deutsch heißt sie Gletscher. Wir haben einen relativ geiles Matchmaking. Wir sind gematcht gegen 60 TP IS-7. Wir haben zwei Artis. Die Mitte ist sowieso jetzt nicht der Ort, wo ich jetzt mit dem Panzer mich sehe, sondern ich würde mich hier tatsächlich auf der Heavy-Seite sehen. Ich hatte es ja schon ein paar Mal angesprochen, der Panzer war eine ganze Zeit lang überhaupt nicht nennenswert. War wirklich so das
ja, ungeliebte Stiefkind. Dann hat Wargaming sich irgendwann dazu entschieden, den wirklich in so ziemlich jeder Kategorie zu buffen. Dann war er für die 3 bis maximal 6 Monate, die er so heftig gebufft war, absolute Meta. Man hat ihn einfach überall gesehen. Er wurde in Clan Wars gespielt, er wurde in Ansturm gespielt und hat wirklich dann irgendwie die Meta nochmal neu definiert. Man konnte zu der Zeit auch ohne Probleme, weil das Gunhandling stark genug war und die Mobilität halt auch geil war, einen Turbo einbauen, Ansetzer, Erhärtung. Man ist ihn dann im Prinzip gefahren wie den Super Conqueror. Dann hat Wargaming gesagt, das gefällt uns nicht so ganz, ist vielleicht dann doch ein bisschen zu gut. Das war dann auch der schnellste Nerf nach einem Buff in der Geschichte von World of Tanks. Noch schneller als damals mit der Maus. Die war ja auch mal eine kurze Zeit lang gebufft und wurde dann von Wargaming wieder eingefangen. Beim AMX ging dieser Entscheidungsfindungsprozess noch schneller. Aber so wie er jetzt dasteht, ist er immer noch ein absolutes Biest. Ihr habt eine gute Premium-AP mit 296 Durchschlagskraft. Das sind natürlich nicht 300, das sind auch nicht 330, 350. Aber dafür ist es halt AP. Ja, es hat viele Vorteile, mit AP zu schießen statt mit Heat, weil ihr gegen die ganzen Russen zum Beispiel nicht an der Spaced Armor hängen bleibt, weil ihr dann auch noch viele Overmatch-Situationen habt mit der 127mm Kanone. Es hat natürlich auch ein paar Nachteile, ganz klar, auf Distanz, anders als zum Beispiel eine Heat-Munition, verliert die Munition an Durchschlagskraft. Ihr habt natürlich dann auch nicht die krasse Durchschlagskraft, um zum Beispiel einem EN-100 oder so oder einer Maus durch die ganzen Panzerungen, wenn sie dann zum Beispiel auch noch den Turm anwinkeln, zu schießen. Also wie gesagt, es kommt natürlich auch mit einem Preis und es gibt sicherlich andere Panzer, die munitionstechnisch noch die Nase vorne haben. Aber alles in allem, das Komplettpaket mit Gun Depression, mit Alpha-Schaden, mit HP, ist der AMX eigentlich ein Panzer, mit dem ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Natürlich gibt es dann immer wieder die Helden, die es schaffen, ohne Probleme einem in die Kommandantenluke zu schießen. Man muss dann selber auch nur zu so einem Held werden und dann das Ganze beantworten, wenn ihr euch das hier mal anguckt. Ne? Beide Schüsse vom E75 und vom 60 TP haben wir da in die Kommandantenluke gekriegt. Aber wir haben dem E75 auch selber durch die Superstructure, durch diese schmale Stelle am Turm geschossen und auch dem 60 TP haben wir mittlerweile schon 3 Schellen eindonken dürfen, haben auch seine Kommandantenluke getroffen. Jetzt macht es für mich im Moment gar keinen Sinn mehr, das Risiko zu gehen, für 248 HP mir potenziell vom 60 TP nochmal 750 einzuschenken. Unser kleiner Suizidbomber da im EBR, der hat sich versucht, da runterzustürzen, hat nur leider keinen getroffen. Das sieht dann immer ziemlich doof aus, wenn man da einfach in der Eisscholle einschlägt, mit dem Kopf voraus und auch gar nicht auf irgendeinem Panzer gelandet ist. So, und ihr seht das, ne? Also die Schellen, ich finde es einfach geil. Es ist natürlich jetzt nicht das 650er Brett vom 705A, es ist auch nicht die 750er Schelle vom 60 TP oder vom EN-100. Dafür ist das Gunhandling viel, viel besser. Ihr habt hier eine Genauigkeit jetzt in meinem Setup zum Beispiel von 0,31 und alles in allem kann man hier auch mal aus der Fahrt schießen. Also Gunhandling technisch, klar, ihr habt jetzt nur 560 Schaden. Aber dafür, wie gesagt, ist in meinen Augen das Gunhandling geiler. Und ihr habt natürlich auch, wenn es jetzt darum geht, mit der AP dann den Gegnern mal durch die Spaced Armor zu schießen etc., einfach das bessere Los. Ihr seht schon, wie ungläubig ich da auch dann auf meine Kommandantenluke drauf gucke. Vor allem, weil ich halt auch die ganze Zeit hier mit meiner linken Kommandantenluke pieke. Ihr seht das vielleicht. Eigentlich pieke ich die ganze Zeit über diese Seite und die Gegner schaffen es trotzdem noch, in meine Kommandantenluke auf der rechten Seite zu schießen. Also, und auch da sieht man ja ganz gut, dass hier die Schüsse vor allem auf der rechten Seite der linken Kommandantenluke sind. Also ganz, ganz wilde Zauberschüsse. Aber mein Gott, so ist es halt. Wir sind schon bei 4000 Schaden. Wer will sich da beschweren? Die Gegner lassen sich hier
besser weglöten, als ich selber gelötet werde. Und von daher, solange ihr im Verhältnis von 2 zu 1 oder 3 zu 1 tradet, mein Gott, man kann seine Kommandantenlook jetzt hier in so einer Position auch nicht unbedingt immer verstecken. Besser läuft das Ganze für euch, wenn ihr natürlich Halldown steht und die Gun Depression ausnutzt. Ihr müsst natürlich nur vorsichtig sein. Gegner, die eine hohe Durchschlagskraft haben, die können euch mit Heat einfach hier vorne auch durch die Kanonenblende durchschlagen. Oder sogar durch die Oberwanne. Also es hängt immer ganz davon ab, gegen wen ihr peakt, gegen wen ihr fightet. Und dann muss man halt schauen, dass man im besten Falle besser tradet. Wo wir gerade beim Thema besser traden sind. Da hat er sich direkt nochmal eingefangen. Er steht 7 zu 2. Wir können uns Zeit lassen. Aber wenn man natürlich auf dem Weg ist zur Gunmark, dann will man, sobald die Runde einigermaßen Potenzial hat, natürlich auch noch mehr rausholen. Ne? Die Gegner haben noch knapp 10.000 AP. Ich habe jetzt auf eine HE umgeladen, falls der 705 da nochmal piekt. Es ist ja auch immer wichtig, dann bei solchen Heavys mit so einem Alpha-Schaden auch Intuition am Start zu haben. Ihr seht das, damit man schnell umladen kann. Bin jetzt direkt wieder von der HE auf die AP umgeswitcht und wollte hier nochmal dem VK einen mitgeben. Klar muss man vorsichtig sein, im Hintergrund könnte da hinten die Grille stehen und hier reinschießen. Im besten Falle hat sie gerade anderes zu tun. Oder schießt jetzt vielleicht gleich auf die Tigermaus. Ja. Hier ist jetzt noch ein IS-7, von dem könnte ich mir jetzt ohne Probleme noch einen Schuss fangen. Da sollte man dann auch nicht zu zimperlich sein. Im besten Falle fängt sich die jemand anders. Oder er schießt halt einfach HE. Ja gut, das ist natürlich immer fair. Und dann ist ganz wichtig, dass man... Ja, IS-7 lädt schneller nach. Ja, ist mir klar. Aber er hat jetzt hier auf den M3Y versucht zu schießen. Und dann gönnt man sich... Also, 6200 Schaden. Leider kriegen wir von dem Rest der Gegner nichts mehr ab. Aber ich denke trotzdem, dass die Runde schon mal ganz gut gezeigt hat. Na, man ist nicht unbesiegbar mit dem Fahrzeug. Gerade hier hinten diese große Kommandantenluke. Es scheint manchmal ein Magnetfeld zu haben, wo alles angesaugt wird. Aber wenn ihr dafür wenigstens besser tradet, eure Schüsse anbringt, vielleicht noch einen zweiten Schuss anbringt und ihr dann eine da in die Kommandantenluke kassiert, denke ich, ist das eine faire Verteilung. Ja, die zweite Runde, die ich euch mitgebracht habe, sind wir unterwegs mit dem AMX auf Airfield. Eine Karte, wo viele ja immer sagen, oh, die ist scheiße. Und ich würde mich da jetzt gar nicht mal so sehr zu den Leuten zählen, die das Gegenteil behaupten, um das mal vorsichtig zu formulieren. Auf der anderen Seite, für dicke Keiler, dicke Heavies ist es eigentlich eine Karte, gerade wenn ihr dann Top-Tier seid, wie in diesem Matchmaking, wo man doch regelmäßig, zumindest selbst wenn man nicht gewinnt und das eigene Team vielleicht bereitwillig seine AP mal wieder donatet, wo man trotzdem seinen fairen Schnitt machen kann. Also, aber das ist auch immer so eine Sache, wenn mich Leute fragen, ey Maus, was ist deine Lieblingskarte oder was hast du für Karten gebannt? Welche Karten machst du gar nicht? Da sage ich immer, für mich kommt es gar nicht mal so sehr auf die Karte an, sondern die Kombination aus meinem Panzer und dem Matchmaking, das macht für mich eine Runde aus, auf die ich mehr Bock habe als auf andere. Zum Beispiel jetzt hier diese Situation als Top-Tier auf Airfield mit dem Heavy, das ist für mich in Ordnung. Mit einem Light oder einem mittleren Panzer auf einer Karte wie Redshire, Morovanka, Prokhorovka finde ich auch geil. Wo es dann scheiße wird, ist als Low-Tier-Heavy auf Prokhorovka mit 3 Artis und 3 Lights. Das sind dann so die Situationen, wo man sich ganz gerne den Stahlhelm aufsetzen möchte und einfach im Bunker wartet, bis dann vorbei ist. Aber gut, kommen wir mal zurück zu der Runde. Ich denke, das Prinzip versteht man ganz gut. Ja? Also es gibt eigentlich nur ungünstige Panzer-Map-Konstellationen plus Matchmaking. Wenn man aber in dem richtigen Panzer sitzt, im richtigen Matchmaking, für die richtige Karte, dann kann man doch regelmäßig auch Spaß haben. Wie oft kommt das vor? Das ist die andere Frage. Ich weiß, das wäre jetzt wahrscheinlich was, was sofort jemand in die Kommentare schreibt. Ja, es gab letztens auch einen, der im Stream vorgeschlagen hat, dass man so wie bei Ansturm gemäß der Karte dann erst den Panzer auswählt. Also man erstmal sieht, auf welcher Karte man spawnt und sich dann den Panzer aussuchen darf. Das halte ich dann aber eher für schwierig, weil wer würde zum Beispiel auf Prokhorovka dann schon freiwillig ein Heavy nehmen? Dann haben wir nur noch Lights und vielleicht TDs, vielleicht den einen oder anderen noch mit einem mittleren Panzer.
Aber Heavies werdet ihr da wahrscheinlich nicht mehr finden. Das andere ist, auf Ends hättet ihr dann wahrscheinlich auf beiden Seiten 15 T110E3 oder Jagd D oder irgendwelche anderen Keiler, aber keine mittleren Panzer mehr, keine Lights mehr und schon auch gar keine Papier-TDs mehr. Also ich denke, für Ansturm ist das korrekt, weil es halt irgendwie ein Skill-Based Matchmaking sein soll, weil es halt auch irgendwie um was geht. Aber in Randoms leben halt auch irgendwie ein Stück weit von der Vielfalt. Und wenn ihr dann das 30. Mal Ensk mit 15 T110E3 gegen 15 T110E3 gespielt habt, dann macht ihr einfach auch aus. Da ist man vielleicht dann doch eher bereit, irgendwie auf eine Runde zu warten, wo man dann selber mal in der besseren Situation ist. Wo wir gerade von besserer Situation reden, das ist natürlich jetzt hier ganz sexy. Da unten fährt der FV-183 durch die Gegend, der hat auch gerade geschossen, das heißt, ich kann mir ja noch ganz knusprig Zeit lassen. Und hier unten fährt jetzt noch der AE Phase 1 durch die Gegend. Und das waren natürlich zwei schöne Bretter, 630 und 601. Damit haben wir unseren Damage schon mal ganz kurz auf 2323 katapultiert. Nochmal versucht jetzt hier den Progetto blind zu beschießen. Ihr seht aber auch, dass unser Team massig HP wegschmeißt. Ihr seht das hier, ne? Der E75 hat sich schon weggeschmissen, der WZ-114. Warum man überhaupt mit dem WZ-114 auf die Idee kommt, da nach vorne zu fahren, das muss mir jemand anders mal erklären. So, der VK, der hatte gerade geschossen, nochmal eine High Roll. Das ist natürlich frisch. Drei High Rolls in Folge. Normalerweise sieht es eher anders aus. Drei Low Rolls in Folge und dann darf man verzweifelt nochmal hoffen, dass man mal eine High Roll erwischt. Die Leute, die meinen Stream von vor 3 Tagen gesehen haben, wo ich das erste Mal den Centurion 7-1 ausgepackt habe, die wissen jetzt ganz genau, wovon ich rede. Weil ich weiß, dass jetzt hier auch wieder welche sagen werden, ah, hier Maus, der macht immer nur High Rolls. Klar, jetzt in der Runde, die Runde hat es auf YouTube geschafft, aber ich habe, als ich auf meinem Boss-Keiler Free-to-Play-Account den Centurion 7-1 mit der großen Kanone erstmals ausgefahren habe, da hatte ich sehr, sehr geile Runden, habe die Hash vor allem bis zum Maximum genutzt, aber hatte dann halt, wie gesagt, in den ersten 3 Runden hatte ich, glaube ich, insgesamt 15 bis 20 Hash-Pens und alle waren Low Rolls. Nicht eine einzige High Roll über 480 dabei. Im Mittel haben wir uns irgendwo so zwischen 400 bis 450 Schaden bewegt. Und dazu muss man natürlich wissen, der, übrigens schon wieder eine High Roll hier, wo wir gerade drüber sprechen, 625. Die normale APCR vom Centurion 7-1 macht halt 390 Schaden und die Hash macht 480, die HE dann auch 480. Und da hatte ich wirklich 15 bis 20 Low Rolls in Folge. Und eine Hash vom Centurion 7-1 kostet halt einfach mal 5200 Credits. Ja. Das war Betrug. Dafür war das hier kein Betrug. Das hier war im Übrigen auch die letzte Runde. Ich war hier bei 94,95. Lasst euch nicht täuschen da von der Anzeige. Und ich dachte schon wieder, um Gottes Willen, ich komme jetzt in eine Runde und wahrscheinlich wird es nichts. Aber beziehungsweise nein, am Ende der Runde stand ich bei 94,95. Jetzt hab ich die ganze Geschichte falsch erzählt. Ich scheiß Vollidiot. Also ich werde jetzt hier gejodelt. Das ist zum Teil der Geschichte. Mein Team liegt hardcore zurück. Ich muss jetzt hier irgendwie gucken, dass ich mich zur Wehr setze. Die Heat vom AE Phase 1 Bounce, der VZ mit seiner APCR macht aber die Schüsse. Und ich war mir jetzt hier sicher, dass ich es nicht geschafft habe, weil ich hier rausgehe mit der Anzeige, die jetzt hier steht, minus 0,007. Also ich war bei 94,95 und dachte mir schon so, oh Gott, ich habe es nicht geschafft. Das Gegnerteam hat mein Team einfach weggekracht. Der FV steht da hinten leider ein bisschen useless rum, der Konzept auch. Aber es hat trotzdem noch gereicht zur dritten Gunmark, habt ihr ja gerade schon in der Garage gesehen. Ja, und solche Runden, da will ich dann auch gar nicht irgendwie mich aufregen, wenn ich mit meinem Heavy hier 6000 Schaden mache, mein Team sich trotzdem wegschmeißt, mein Gott, dann ist das halt so. Auf der Karte ist normalerweise, wer sich zuerst bewegt, verliert. Mein Team hat es dann geschafft, sich zuerst zu bewegen und
Ja, die Leute, die hier gepusht sind, der Gonki Witzka, der T54 Mod, aber auch da hinten die beiden Achter, der U, der 16 da hinten. Viel, viel zu aggressiv, alle für Nüsse rausgegangen. WZ114 für seine schlechte Panzerung auch zu aggressiv. Ja, und dann konnte das Gegnerteam uns nach und nach überflügeln. Wir verlieren die Runde und trotzdem war ich sehr zufrieden. Und jetzt habe ich für euch nochmal eine satte Runde Margrit dabei. Und auch hier haben wir natürlich wieder ein sehr, sehr geiles Matchmaking erwischt. Wir sind mit nur einer Arti gegen einen 279 gematcht und gegen den Stridsmann 103B. Also 279, das ist jetzt natürlich genau der Panzer, den man mit dem Jagd-E sehen möchte. Aus dem einfachen Grunde, dass 279-Spieler ihren Panzer regelmäßig überreizen und ihr mit der Heat mit 420 PEN eigentlich überhaupt gar keine Probleme habt, dem 279, egal wo es auftaucht, durch den Turm zu schießen, beziehungsweise durch die Oberwanne. Aber dazu sind wir jetzt auch nicht hier. Wir sind dafür da, um die Leute einen nach dem anderen abzuwirtschaften. Das Gegnerteam hat zwei Patton-Tanks, zweimal TNH, einen T34. Also so rein von den Panzern her sieht es eigentlich so aus, als wenn wir dann doch das deutlich bessere Team erwischt haben. Der erste ist jetzt aber gerade schon ersoffen. Er ist, glaube ich, vor Schreck von der Brücke gefallen, hat sich das Genick gebrochen und ist dann im Tümpel ertrunken. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt hier erstmal ganz kurz zu gucken, ob hier irgendjemand pieken möchte, ob hier irgendjemand mal Hallo sagen möchte. Der Patton Tank, das war so einer, der vielleicht dann doch nochmal zurückkommen möchte. Ah, nee. 705, das war ein wirklich krasser Pixel. Das war so gerade noch das letzte Stück von seinem Turm, was wir penetrieren können, was wir treffen können. 1101 Schaden in seine, ja, schon fast in seinen Kranz rein. Der war nämlich eigentlich schon so gut wie weg. Die Stelle, die wir zuerst anvisiert hatten, die konnten wir nicht pennen. So. Jetzt ist natürlich so, dass das 703 seine Karten irgendwie ein bisschen zu optimistisch angesehen hat. 1014 ins Turmdach. Hier hätte tatsächlich auch eine AP gereicht, aber mein Gott, die sind leider ausverkauft. Margrit gibt sich nicht mit dieser Billigmunition zufrieden. Sie will immer das Beste vom Besten. Und wenn es dann auch noch golden glänzt, dann ist Margrit natürlich abgeholt. So, wie immer, wenn es darum geht, dann einen Gegner zu killen und den Deckel drauf zu machen, trifft die Kanone erstmal nicht. Der 703 hatte jetzt nochmal Bedenkzeit bekommen und es wäre jetzt durchaus möglich für ihn, sich hier rückwärts nochmal rauszuziehen und seine sträfliche Position nochmal zu überdenken. Aber die Bedenkzeit ist genau jetzt abgelaufen. Der Chrysler kommt jetzt auch noch von hinten. Ja, und wer nicht hören will, der muss dann eben fühlen. Also wie gesagt, ich denke, das Spiel hat da nochmal die Hand draufgehalten, hat gesagt, na, ein Versuch kriegst du nochmal. Genutzt hat er seine Chance nicht. Fähre 472 von der 212A frontal gegen den Turm. Das schmeckt auf jeden Fall. Wobei, nee, das sieht so aus, der ist hier ins Engine Deck direkt reingeflogen. Da ist natürlich eine sehr schwache Panzerung von dem Jagd-E. Bitter. Die dickste Schelle hier gleich mal von der 9er Arti kassiert. So, 279. Patton Tank. Und ich versuche jetzt hier erstmal nochmal außen rum zu fahren, weil unser Progetto da gerade versucht, in die Gegnerbase reinzufahren. Und das 279 hat mich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. War ein bisschen kopflos. Ich war ja auch gespottet. Also grundsätzlich hätte man jetzt wissen können, dass ich hier durchkomme. 3784 Schaden. Wir liegen aber durchgehend 5000 AP zurück. Also mein Team schafft es noch besser, die AP wegzuwerfen als das Gegnerteam. Das muss man dazu sagen. Und obwohl wir jetzt hier auch gleich dem 7279 den Gar ausgemacht haben, obwohl wir jetzt hier auch gleich das 705 quasi schon mal weggeschickt haben, liegt unser Team hardcore hinten. Ja, wir haben jetzt hier auch
keine Nord-Süd-Konfrontation mehr, sondern eine Ost-West. Das Gegnerteam hat komplett die 8er, 9er, 0er Linie aufgeräumt. Wir sind hier komplett durch bis zum gegnerischen Cap. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Gefechtssituation. Wo wir gerade von unangenehm sprechen, den KM90, den habe ich euch gestern vorgestellt. Habe ja auch dazu geschrieben, dass ich die Panzerung nach wie vor für nicht so ganz ausreichend erachte. Wobei man sagen muss, gemessen an der DPM, die das Fahrzeug hat, das muss ja auch Schwächen haben. Und da gehört für mich dann dazu, dass es in Ordnung ist, dass die Panzerung nicht so dolle ist. Jetzt haben wir noch jemanden, der irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hat, dass Margret hier am Rumschlawinern ist. Das ist nämlich der TNH, der da ja einfach offen durch die Gegend fährt. Bisschen kopflos. Und dann passiert es halt, dass plötzlich mal so eine Jagd-E-Schelle reinkracht und dann auch einfach alles an HP weg ist. Das schmeckt natürlich. Die 212A ist, glaube ich, die einzige oder der einzige Spieler, der irgendwie auf der Pfanne hat, dass so ein Jagd-E durchaus eine existenzielle Bedrohung darstellt und muss deswegen auch die ganze Zeit hier immer versuchen, uns durch jede Häuserspalte nochmal einen reinzudrücken. 6 zu 8, immer noch 5000 AP hinten, also bittere Nummer an der Stelle. Lorraine kassiert jetzt immerhin durch unseren Spot. Wir haben den Progetto verloren, der sich da aufgemacht hatte in Richtung des Caps. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir vielleicht mit dem 430U jetzt hier den gegnerischen Cap bejodeln können, weil wir da ja auch noch einen Patton hatten. Kurz überlegt, ob ich hier schießen soll, ob ich hier aufgehe. TNH pusht da hinten jetzt in unsere Base rein. Die Gegner tun uns eigentlich den Gefallen. Es wirkt fast wie abgesprochen. Die Gegner jodeln bei uns in den Cap, werden weggekracht. Unsere Leute jodeln beim Gegner in den Cap, werden weggekracht. Man sieht jetzt aber auch natürlich die Schwächen von Erlenberg. Gerade diese Verteidigungsposition und da hinten der Wald auf beiden Seiten ist natürlich wahnsinnig gut, um dann so einen Push aufzufangen. Es fehlen ja auch noch der Stritzwan, beziehungsweise der Stritzwan war auch aufgerückt über die 9er Linie, der Leopard auch. Also die Gegner haben ja noch ein paar eklige Panzer für uns. Und jetzt hier mit dem Jagd-E nach draußen zu fahren. Der Hügel kann, sobald ihr hier rausfahrt, auf euch schießen. Die Arti kann auf euch schießen. Es gibt noch einen WT auf Panzer 4, der war noch gar nicht gespottet. Und in solchen Situationen, da würde man sich jetzt natürlich wünschen, dass man irgendwie vielleicht noch sowas wie einen Progetto am Leben hat, der für einen spotten kann. Aber ansonsten muss ich jetzt eigentlich hoffen, dass die Gegner hier an der Stelle einen Fehler machen. Und dass vielleicht unser Team es schafft, da mal die Lorraine rauszunehmen. Die Gegner machen das jetzt tatsächlich auch ganz gut. 705 Lorraine, die fahren die ganze Zeit an der Außenkante der Stadt vorbei, sodass sie im besten Falle unsere Leute Proxy spotten und die Sniper, die dann auf dem Hügel stehen und hinten in dem Wald, dann durch die Schießscharten, durch die Fenster, durch die Maueröffnung durchschießen können. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass da noch der Patton-Tank drin steht. Unser Cobra kommt jetzt auch ran. 430U. Eine Idee, so eine Runde jetzt hier zu gewinnen, wäre natürlich, wenn das 430U da hinten in dem Cap sich Halldown reinstellt. Dafür muss man dann aber auch wirklich einen Panzer haben, der einen harten Turm hat. Cobra zum Beispiel wäre jetzt kein Panzer, der da früher in Frage kommt. Und man muss natürlich dann in dem Fall auch Geduld haben. Ich war jetzt unterwegs und dachte so, 6000 Schaden habe ich schon, Hälfte meiner AP habe ich noch. Das Gegnerteam hat noch 8000 AP. So eine 10.000er Runde, das wäre doch eigentlich mal wieder ganz geil. Und wie gesagt, am besten wäre jetzt eigentlich ein Objekt 430U, was hier Halldown versucht zu cappen. Da war der Patton Tank 938 und der nächste Kill. 5 Stück haben wir schon. Wir sind bei 6993 Schaden. Das Gegnerteam hat immer noch 7000 AP.
Aber wie gesagt, es sind halt auch jetzt fürs Late Game sehr, sehr eklige Gegner. Leopard, Stridsmann 103B, WT auf Panzer 4. Alle einen extrem hohen Tarnwert, alle eine sehr, sehr genaue Kanone. Also wenn ihr irgendwo aufgeht, gespottet werdet, dann braucht man eigentlich bei keinem dieser Panzer glauben, dass sie euch nicht treffen können. Der Cobra, das halte ich jetzt für fragwürdig, da in den Cap reinzufahren. Ist auch direkt geplatzt. Also der Stridsmann war schon ready für den Move. Warum ist er direkt geplatzt? Weil der halt keine Hulldown-Fähigkeiten hat und er wahrscheinlich von da hinten irgendwo aus dem Wald gespottet worden ist. Ich habe jetzt einfach mal auf den Marker geschossen, den der Cobra da hinten gesetzt hat, aber der hat wahrscheinlich eh nicht getroffen. Und jetzt wäre eine Option zurückzufahren, eine andere Option zu versuchen, vielleicht selber zu spotten, aber gegen den Stridsmann 103B, gegen den Leopard 1 selber zu spotten, ist natürlich auch mit so einem Schlachtschiff wie Margaret ein bisschen schwierig. Lorraine ist rausgegangen, das ist schon mal ein wichtiger Kill. Ich habe jetzt nochmal versucht, da einen Schuss blind reinzumachen, weil ich doch der Meinung war, dass da hinten mindestens einer von den Gegnern noch steht. Es kann natürlich aber auch sein, ne, man sieht ja hier vorne, da sind auch Büsche. Und so wie der Cobra gefahren ist, kann es natürlich auch sein, dass hier jemand drin stand, der ihn gesehen hat. Also es muss gar nicht, weil die Waldkante ist schon ziemlich weit weg. Ehrlicherweise unrealistisch, weil hier auch noch Bäume davor waren, dass von da ganz hinten jemand ihn gespottet hat. Sondern hier vorne, wie gesagt, diese Position wäre auch möglich. Das wäre natürlich cool gewesen. Das 430U fährt hier so ein bisschen, ja, sag mal so, dejustiert durch die Gegend. Er hat nicht so richtig einen Plan, was er machen soll. Und ich habe jetzt gedacht, okay, ich probiere mal was. Sind auch nur noch 4 Minuten. Ah, und bin jetzt aufgegangen, weil links oben der Leopard steht. Und das ist natürlich jetzt ärgerlich. Stritzwand kann mir sogar von hinten, und der steht in der Waldkante drin. Hier vorne steht ein 705 drin. Noch ärgerlicher. Also 705 hat geschossen. Ich habe jetzt gehofft, dass vielleicht der Streuselwagen aufgeht, aber muss jetzt auch aufpassen. Jetzt ist auch noch der TNH VZ gestorben, also unser Neuner. Stritzwein hat gebounced und ich habe jetzt gedacht, okay, das ist jetzt meine einzige Chance, hier wegzukommen. Stritzwand guckt auch gerade nicht zu mir, sondern ist fokussiert auf den K2. Schuss gemacht, da oben steht die Arti. Leider ist jetzt auch das 430U geplatzt. Also richtig ärgerlich. Ja. Und in so einer Situation, was macht man jetzt? Der Leopard, wissen wir, dass er da oben auf dem Berg steht. Der K2 ist der Einzige, der da jetzt vielleicht noch was machen kann. Und ich habe mich jetzt versucht, so umzupositionieren, dass ich den K2 unterstützen kann. Mich hier rauszuziehen und dann eventuell von da hinten auf die Arti zu schießen, also über die Mauer auf die Arti zu schießen. Dann habe ich gesehen, dass der K2 jetzt nochmal nach vorne fährt und dachte mir, ja, das ist doch was, was ich jetzt nicht gesehen habe. Ist er da? Er hat mich aber auch nicht gesehen. Er ist jetzt einfach stumpf um die Ecke gefahren. Ich bin die ganze Zeit rückwärts gefahren, habe gewartet, habe jetzt nicht mehr gedacht, dass er hier um die Ecke kommt. Und da ist er. Und wenn ihr euch mal für die falsche Seite entschieden habt, wenn ihr euch dazu entschieden habt, da oben mit drauf zu schießen, wo der K2 vielleicht gleich den Spot bringt, und dann kommt wirklich das 705 mit 188 HP nochmal um die Ecke gefahren. Ah, zum in die Tischkante beißen. Damit würde ich sagen, schauen wir uns die Postgame-Stats an. Ja, und die erste Runde, die ihr gesehen habt, auf Schweden, Gletscher, war zweiter Klasse, Großkaliber 6601 Schaden, ein Kill. Alles in allem keine besonders krasse Runde, eine trotzdem sehr gute Runde für den AMX. Und wie gesagt, ich muss sagen, für mich absoluter Fun-Panzer. Ich fahre den mega gerne und ich werde ihn auch jetzt, wo die dritte Gunmark fertig ist,
trotzdem weiterhin häufig fahren. Also es war alles aber nicht anstrengend oder so. Also schon die dritte Gunmark dann mal zu machen, ist für mich jetzt in meinem gehobenen Alter doch ein bisschen anstrengend, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es ist definitiv ein Panzer, den man auch weiterhin sehr, sehr gut fahren kann. Die Runde auf Airfield war dann die dritte Gunmark. Wir haben Großkaliber gemacht, 6128 Schaden, noch ein Kill und am Ende noch 634 Unterstützungsschaden mitgenommen, was uns dann über die dritte Gunmark drüber gehoben hat, was man aber in-game nicht gesehen hat. Leider, wie gesagt, hat sich hier der Rest von meinem Team dann doch ein bisschen zu offensiv aus dem Fenster gelehnt und ist so ein bisschen in die Gegner reingekracht, obwohl die das jetzt auch nicht so stark gespielt haben. Gucken wir ganz kurz auf die letzte Runde. Das war erster Klasse mit Margret. Großkaliber 7937 Schaden, 5 Kills. 10.000 wären möglich gewesen. Ich bin dann zum Schluss vielleicht ein bisschen zu übereifrig geworden. Auf der anderen Seite ist uns auch ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Da zum Schluss noch ein, zwei Panzer, die spotten konnten. Vielleicht so ein TNH, der hat jetzt auch nur einen Schuss gemacht. Ärgerlich auch, dass das 274A besoffen ins Wasser gefallen ist. Aber wie gesagt, so ärgerlich dich dran. Es wäre zum Beispiel auch die 15er Mission für das 260 gewesen, wenn ich jetzt die 8000 voll gemacht hätte. Hätte Fahrradkette. Trotzdem eine geile Runde, trotzdem saftige Schellen. Und damit sage ich schönen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das Wochenende und denkt dran, Montag ab 15 Uhr ist wieder Stream. Bis dahin, haut rein.